Ein. In diesem Video möchte ich dir eine kurze und knackige Pilates-Einheit vorstellen, die vor allem deine Mitte kräftigt und abgerundet ist diese Sequenz von ein paar Dehnübungen. Wir beginnen in der Rückenlage. Du brauchst bequeme Kleidung und eine Unterlage, das ist alles. Und wenn du soweit bist, dann starten wir gemeinsam. Wir legen uns auf den Rücken. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt. Wir aktivieren unsere Mitte, unseren Beckenboden und Bauch, ziehen wir ganz leicht nach innen oben. Und wir heben jetzt ein Bein nach oben in die Stufe und nehmen das zweite Bein mit dazu. Wir halten jetzt gut unsere Mitte und machen schnelle Bewegungen mit den Beinen und versuchen dabei, den restlichen Körper gut zu stabilisieren, gut zu halten. Gleichmäßig atmen, nicht die Luft anhalten und ein Bein abstellen. Das zweite Bein dazu und wieder ganz locker lassen, ganz entspannt. Wir strecken das rechte Bein nach oben und das linke Bein ebenfalls. Beide Beine sind gestreckt, unsere Mitte wieder aktiv, das heißt Beckenboden und Bauch ist wieder angespannt. Wir halten nun das rechte Bein und senken das linke Bein Richtung Boden, knapp bis über dem Boden und wechseln. Ausatmen, senken, einatmen, heben und wechseln. Ausatmen, senken, einatmen, heben und wechseln. Senken. Natürlich kannst du die Übung auch kleinräumiger machen, nur bis hier. Wichtiger als eine große und spektakuläre Übung ist, dass du hier halten kannst, dass deine Mitte stark ist und dass du dabei keine Schmerzen im unteren Rücken hast. Also bitte adaptiere die Übung so, dass du sie machen kannst, ohne dabei Schmerzen zu haben. Achte dabei darauf, auf die Signale deines Körpers. Noch zweimal wiederholen, ein letztes Mal und die Beine herziehen und entspannen. Wir öffnen jetzt unsere Knie, nehmen unsere Füße außen an den Fußsohlen und ziehen die Ferse etwas zum Schambein, zum Becken her. Wenn das schwierig ist für dich so zu greifen, dann nimm deine Schienbeine und zieh deine Füße etwas heran und versuch dabei deine Beine zu öffnen und die Knie etwas zur Seite zu senken. Kurz halten und wieder lösen. Wir strecken beide Beine nach oben, die Füße berühren sich und sie sind flex. Auch hier wieder auf eine starke Mitte achten. Und wir senken jetzt die Beine etwas Richtung Boden und heben sie wieder hoch. Bitte nur so weit, dass du hier wieder gut stabilisieren kannst und nicht ins Hohlkreuz fällst. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und wieder beugen und auflösen. Sehr gut. Bitte die Übungen so machen, dass du das wirklich schmerzfrei und sehr behutsam für dich machen kannst. Gut, wir kommen noch einmal in eine ähnliche Position. Wir strecken die Beine noch einmal nach oben aus. Jetzt heben wir den Kopf und den Oberkörper etwas an und nehmen unsere Hände nach oben. Wir machen die gleiche Übung, wir sind hier wieder ganz stabil, wir senken die Beine
nehmen einen Arm dazu und wieder hoch. Und wechseln. Und wieder hoch. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und sehr gut. Und wieder ablegen. Gut. Das rechte Bein ist angewinkelt, das linke Bein strecken wir aus und wir ziehen das Kinn zum Oberkörper her. Und strecken es nach oben, hinten halten und, etwas herziehen. Versuch hier eine Dehnung in der Beinrückseite zu erhalten. Zuerst zum Oberkörper ziehen und dann strecken wir das Bein nach oben aus und versuchen hier wieder eine Streckung in der Beinrückseite. Versuch so gut es dir möglich ist, dein Knie zu strecken und gleichmäßig weiter zu atmen. Wieder lösen und das Bein abstellen. Beide Füße aufstellen, die Hände neben den Körper ablegen und wir schieben unser Becken nach oben. Wir halten diese Position. Versuchen jetzt hier kräftig anzuspannen und heben das rechte Bein nach oben. Halten das für einen Moment. Und wieder abstellen. Und das linke Bein nach oben strecken, halten für einen Moment. Und wieder abstellen. Achte darauf, dass dein Becken oben bleibt, dass du nicht absinkst mit deinem Becken. Sollte dir diese Übung zu schwierig sein, dann mach bitte die Übung ohne das Bein, also ohne dass du das Bein hebst, beziehungsweise das Bein nur anwinkelst und wieder abstehst. Ich zeige dir noch einmal die Vorgängerversion. Heben und senken. Heben und senken. Und wenn das gut geht, dann streck das Bein nach oben. Und wieder abstellen. Und noch einmal wiederholen. Und wieder abstellen, das Becken senken und die Beine anwinkeln. Gut. Wir kommen in den Seitstütz. Dazu legst du dich auf deine linke Körperseite. Die Beine sind angewinkelt. Dein Unterarm liegt quer zur Matte. Du hebst nun das Becken an und achtest darauf, dass deine Schulter gut positioniert ist. Wenn diese Position gut möglich ist, dann streckst du nun dein rechtes Bein und deinen rechten Arm. Wir ziehen Ellbogen und Knie zusammen und wieder öffnen. Zusammen und wieder öffnen. Zusammen und öffnen. Noch zweimal wiederholen. Und ein letztes Mal wieder öffnen und vorsichtig das Becken ablegen. Sehr gut. Wir beginnen diese Übung auf der anderen Seite. Wir stützen uns auf den rechten Unterarm. Unsere Beine sind angewinkelt. Wir heben das Becken. Wenn das schmerzfrei möglich ist, den Arm und das Bein dazu nehmen und jetzt Ellbogen zum Knie und wieder strecken. Dabei sollte das Becken nicht auf und ab gehen, sondern in dieser Höhe bleiben.
ein letztes Mal wiederholen und wieder vorsichtig das Becken ablegen und wir legen uns in die Bauchlage. Wir ziehen die Bauchdecke etwas Richtung Wirbelsäule. Das Schambein schieben wir in die Matte hinein und heben ein Bein ganz leicht von der Matte. Schau mal bitte, ob dir diese Position so schmerzfrei möglich ist. Und dann probier das zweite Bein ebenfalls zu heben. Sollte das zu viel sein, mach die Übung bitte mit einem Bein und wechsel dann die Seite. Wir legen den Kopf, die Stirn auf unseren Handrücken und mit den Beinen machen wir kleine Wattelbewegungen. Dabei schieben wir unsere Beine in die Länge, halten diese Spannung im Bauch, indem wir die Bauchdecke etwas hereinziehen, etwas von der Matte wegziehen. Du kannst auch gerne den Kopf etwas heben oder den Kopf, die Stirn auf die Hände ablegen. Die Beine ablegen und lösen. Ich zeige dir jetzt noch eine Steigerung zu dieser Übung. Die Hebel werden jetzt länger, aber bitte mach es nur, wenn es schmerzfrei für dich möglich ist. Wir beginnen ident wie vorher. Wir heben ein Bein, nehmen das zweite dazu. Bleiben zuerst noch in Ruhe und nehmen jetzt die Arme in eine U-Halte. Die Daumen schauen dabei nach oben. Und wir beginnen jetzt mit den Beinen wieder zu batteln. Und halten die Beine dann in Ruhe. Die Arme nach oben strecken und wieder anziehen, ausstrecken und anziehen, den Rücken in der Länge halten und wieder anziehen, ein letztes Mal und geschafft. Wir rollen uns noch einmal in die Rückenlage und ziehen die Knie zum Oberkörper her, abwechselnd ein Knie heranziehen und dann die Hände hinten auf die Oberschenkel legen und wir rollen uns auf. Eine letzte Übung im Sitzen, dazu streckst du dein rechtes Bein aus, das linke Bein anwinken, die rechte Hand auf den Oberschenkel. Und wir ziehen uns jetzt zur Seite, ziehen uns da in die Länge und bleiben hier für ein paar Atemzüge. Du kannst auch gerne die Hand hinter das rechte Bein nehmen, wie es dir sympathisch ist. Mit dem nächsten Atemzug wieder aufrichten und wir wechseln die Seite. Ziehen uns in die Länge und richten uns wieder auf. Gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hattest Spaß daran. Noch einen schönen Tag und viel Freude mit den restlichen Sequenzen. Danke.